So, ach so, wir sehen ja, wir haben natürlich unten die Karte. Wir haben natürlich unten rechts, beziehungsweise das Radar, was uns sagt, wir müssen nach links. Das heißt, ich gehe jetzt natürlich erstmal nach rechts. Da muss ich echt immer drauf, ein bisschen drauf aufpassen. Kann man das ausstellen? Also ich weiß, man kann das Radar ausstellen, aber weiß ich nicht. Ich finde es persönlich eigentlich gar nicht schlecht, dass mit dem Radar, dass man sieht, wo es weitergeht. Weil wie oft hat man es nicht gehabt, also ich zumindest, dass man in einem RPG, was so hier diese Sachen jetzt angeht, automatisch oder beziehungsweise ungewollt in die richtige Richtung geht, um dann weiterzukommen und dann halt sowas wie Seitenwege, Nebensachen und zusätzliche Secrets oder Gegenstände halt zu vergessen, beziehungsweise zu übergehen. Deswegen ist es gut, hier zu wissen, wo es lang geht, damit man erstmal woanders lang gehen kann. Finde ich gut. So, jetzt guckt euch nochmal das Lauffeuer an. Das war jetzt richtig fett gerade. Rums 188. Ne, vorhin waren es 300 noch was. Ach so, weil jetzt erst der Bruch ist. Na toll. Scheiße. Na gut. Nicht so wild. Für tot ist er. Also das persönlich sehe ich jetzt zum Beispiel noch nicht als Grinden. Oh, so, das machen wir nochmal sehen. Laufbahnpunkte. Ach so, ihr könnt jetzt neue Fähigkeiten erlernen. Oh. Wählt Fähigkeiten und dann Fähigkeiten erlernen. Ihr könnt euch neue Fähigkeiten aneignen. Okay, jetzt wird der Kleriker gezeigt, der interessiert mich ja gerade noch überhaupt nicht. Öffnet das Hauptmenü, um neue Fertigkeiten anzuzeigen, die erlernt werden können. Okay, mache ich. Mache ich direkt und gleich. Da bin ich ja gespannt, was Kollege Therion, oh schön, sogar mit Ausrufezeichen, was der Kollege jetzt lernen kann. Fähigkeit erlernen. Erlernt unterschiedlichste Fähigkeiten, um im Kampf die Oberhand zu behalten. Okay, auch da erstmal uninteressant, Ophelia Kleriker. Nutzt die LBP, die ihr in der Schlacht verdient, um neue Fertigkeiten zu erlangen. Habe ich das nicht gerade schon gesehen? Ihr könnt Fertigkeiten in jeder beliebigen Reihenfolge erlernen. Die Anzahl der dafür erforderlichen Laufbahnpunkte steigt kontinuierlich an. Also wählt sorgfältig. Okay. Therion. Ja. Klick. Okay, wir können... Stehlen und Lauffeuer haben wir natürlich schon da. GP-Dieb sticht beim Dolchangriff auf einen Gegner zweimal zu. Der zugefügte Schaden regeneriert die Gesundheit. Oh. Das ist gut. Gerade so als Einzelgänger. Fledermausfesseln verringert die Stärke des physischen Angriffs eines Gegners zwei Runden lang. Eine zusätzliche Fähigkeit Eulensäure verringert die physische Verteidigung eines Gegners zwei Runden lang. FP steht auch sehr hilfreich. Sticht beim Dolchangriff euren Gegner zweimal zu. 5% des zugefügten Schadens regeneriert die FP. Fertigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte teilen. Vergibt 50% der eigenen Fertigkeitspunkte an einen Verbündeten. Auch nicht schlecht. Und ansonsten, achso, hier für 4 Fertigkeiten freischalten. Hilfsfertigkeit, so und so weiter. Unten die 4, die 5 und die 6 und die 7. Interessant, also da gibt es dann direkt mal neue dazu. Ja, hier, GP-Dieb. Kein Zweifel. Ja. Wir sind alleine unterwegs, wir brauchen dringend eine Art Heiler. Und da sind natürlich Vampirfähigkeiten das Allerbeste. Sehr gut, weiter geht's. Viel weiter scheint es hier hinten nicht zu gehen, außer... Das sieht wirklich sehr seltsam aus hier. Als könnte man hier lang. Gibt es hier Geheimgänge? Ich hoffe es. Ich hoffe es, das sieht mir hier gerade aus, als könnte man irgendwie noch da lang. Hm. Ich gehe nochmal unten lang. Oh, Bonus unversehrt. Das hat man, glaube ich, auch noch nicht gehabt oder ich habe nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall gibt das extra Kohlen. Das ist ja cool. Das ist cool. Das ist richtig geil. Habe ich schon erwähnt, dass es richtig geil ist. So, speichern können wir auch immer. So, gibt es hier, geht es hier irgendwie noch? Tatsächlich, hier geht es hoch. Habe ich vorhin völlig übersehen. Oder ich wollte, nee, ich glaube, ich wollte einfach nur unten lang erstmal. So, jetzt aber nochmal den Lauffeuerangriff mit ohne Abwehr des Gegners. Brutzel, Brutzel, 289. Hier, Erwig ist er. Ist natürlich doof mit dem Vampir-Dolch-Fähigkeiten-Ding ist jetzt, wenn die Gegner keine Schwäche gegenüber Dolchangriffen haben. Aber, naja, gut. Was nicht von Vorteil ist, kann oder muss nicht unbedingt auch von Nachteil sein. So, wir haben mal eine Einheiltraube gefunden. Das hat sich definitiv nicht gelohnt hier. Aber Komplettionist und so. Hm. Wir werden es nicht komplett durchspielen. Möchte ich an der Stelle direkt nochmal erwähnen.
Das war falsch ausgedrückt. Ich werde es nicht auf Teufel komm raus auf 100% spielen. Das wollte ich damit sagen. Es gibt ein sogenanntes After-Story-Spielabschnittsgedöns. Also soll heißen, ich weiß nicht, ob es endlos Gedöns ist, aber man kann auch nach der Haupthandlung weiterspielen, zusätzliche Bosse und sonstiges Zeug. Ich weiß es noch nicht. Ehrlich gesagt, noch nicht wirklich eine Ahnung, wie weit ich das hier danach weiterspielen werde. Also zumindest kameramäßig und LT-mäßig. Kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, was ihr dazu sagt. Mal schauen. Oh, und ein weiteres Level. Sehr schön. Unversehrt wieder mal. Unglaublich. Ich bin sehr gespannt, wie viel ich hier rausschneiden muss, was die Kämpfe und so weiter angeht und wie lang dann die Folgen werden. Oder wie viel Material ich dann letzten Endes hier sammeln werde an Aufnahmen, um da vernünftige Folgen draus zu machen. Mal schauen. Errungenschaft, kleiner Raufbold. Oh, 10 Kämpfe wahrscheinlich oder so. Waren das erst 10 Kämpfe? Unglaublich. Schön, dass die Errungenschaften angezeigt werden. Finde ich gut. Macht auch nicht jedes Spiel. Ja. Ich wollte es übrigens mal probieren, im Big-Picture-Modus zu spielen. Dann werden die Errungenschaften, glaube ich, sogar ein bisschen größer angezeigt, beziehungsweise die Nachrichten selbst von Steam. Könnte von Vorteil sein. Egal. Ich habe mich eigentlich an das kleine Interface soweit ziemlich gewöhnt. So, kannst du mir mal Schaden zufügen? Ich würde gerne meinen Dolch testen. Hallo, ich bin einfach zu gut im Ausweichen. Ach Mann. So, jetzt kriegst du aufs Maul, weil ich bin hier der übelste Typ, ne? Rumpel die Pumpel, weg ist der Kumpel. Mal langsam, aber sicher braucht man schon ein paar mehr Erfahrungspunkte als 6 für die nächste Stufe. So, na dann. Oh, da ist noch eine Truhe. Das ist der kleine Umweg, erfreuen das Leben. 800 Blatt. Ist das Blatt? House Waves Gefahrenstufe 1. Siehst du, steht auch noch dran. Wie immer erstmal unten umgucken und oben ein wenig im Auge behalten. So, die üblichen Verdächtigen. Wir kennen das Spiel. An den Kollegen steht leider nicht deren Level dran. Ob sich das jetzt vom ersten Abschnitt bis hierhin zum zweiten Abschnitt eventuell erhöht hat, keine Ahnung. Vielleicht würde ich es mit dem Kleriker sehen dann oder so. Oder einer von den Kollegen Spielcharakteren hatte doch sowas, ne? In der Richtung. Weiß ich nicht. Okay. Ah, hallo Truhe. Eine Windtracht. Was ist denn eine Windtracht? Erzähl mir das. Körper nehme ich mal an. Windtracht. Tempo 22. Okay. Würde sogar die physische Verteidigung erhöhen. Cool. Das Ausweichen aber abartig verringern. Das kannst du vergessen. Oh. Direkt hat er mir direkt hinter der Truhe aufgelauert. Bis jetzt geben die Gegner hier noch keine Gegenstände, außer wir beklauen sie. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich meine, so ein bisschen Sold könnten sie eigentlich schon dabei haben. Oder so. Hier sind sogar Spiegelungen in den Böden. Finde ich toll. Alter. Aber allein die Optik, da ist das Spiel echt schon... Man gewöhnt sich relativ schnell dran, muss ich sagen. Dass das hier so interessant, gut pixelartig, 3D, tilt-shiftig aussieht, ne? Dafür ist es halt wirklich absolut stimmig. Muss ich ja sagen. Kann mal bitte einer von den Kollegen mich verletzen? Ich konnte bis jetzt echt noch nicht den Vampir durchtesten. Ich weiche einfach zu viel aus. Was soll ich sagen? Ich meine, ich sehe den Effekt, ihr habt es auch gerade gesehen mit den grünen Blubbeln. Außerdem habe ich natürlich den Spitzendolch, ne? Also das würde sowieso noch mehr Sinn machen, immer schön den Dolch einzusetzen, weil wir haben ja den Spitzendolch mit dem Gifteffekt. So, hier geht's hinter rein. Viel ist hier nicht, außer hier geht's noch weiter rein. Gibt's hier was zu gucken? Nö, auch nicht. Okay. Da ist eine Truhe. Hier drüben gab's jetzt nicht unbedingt mehr. Okay. I'll make this quick. Ich mache das schnell. Out of my way. Zwei hier wieder. Okay.
So, das heißt, der eine wird jetzt erstmal schön wegignoriert, während wir den anderen bearbeiten. Obwohl, am Anfang könnte man quasi beide erstmal brechen, sodass die zumindest beide betäubt sind. Aber jetzt haben wir sowieso 3 Punkte. Und können genauso gut das Lauffeuer machen, um den ersten kaputt zu hauen. So, und da war es bloß noch einer und der andere trifft nicht. So, jetzt werde ich mal ausprobieren. Ich sammle mir jetzt 3 Punkte, das wäre ungefähr jetzt. Und jetzt greife ich unvorteilhaft mit dem Dolch zu. An. Aber mit halt meinem Vampirdolch. Hä? Hat das jetzt gar keine GP gegeben? Das ist ja doof. Ah, oh, Stich beim Dolchangriff auf einen Gegner zweimal zu der zugefügten Schaden regeneriert. Die Gesundheit ist eine Fähigkeit. Okay, ich meine, es gibt schön Leben, aber ich hatte wahrscheinlich zu viel erwartet, dass man direkt am Anfang eine Vampir-Durchfähigkeit bekommt, die ständig im Einsatz ist. Aber naja. So, eine Truhe. Was haben wir hier? Heiltrauben, danke. So, und hier scheiden sich schon wieder die Wege. Wir sehen, oben geht es anscheinend weiter und unten gibt es was zum Speichern. Und da gibt es eine Truhe. Yay! Verwirrungsstaubflasche. Ja, ich bin definitiv verwirrt. Was ist denn eine Verwirrungsstaubflasche? Da haben wir sie. Bewirkt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Verwirrung bei einem Feind. Okay, können wir also werfen. Genauso wie Feuerseelenstein fügt einen Gegner einen Feuerschaden zu. Okay. Also hier haben wir wieder so eine Art Granatensystem. Nett. Wer zum Geier? Hoppala. Direkt vorher ein Kampf. So, wollen wir doch mal gucken. Einmal Diebesdolch, beziehungsweise GP-Dieb auf einen geschwächten Gegner. 82, okay, nicht schlecht. Nicht schlecht, wenn man nicht ordentlich getroffen wird, dann kann man da durchaus Plus machen dabei. Erst recht, wenn man damit den Gegner tötet. So, hallo, Reisender Krämer. Wenn ihr etwas braucht, sagt es nur. Ach, das ist aber schön, dass man bei dir kaufen kann. Was hast du denn Tolles? Du hast Heiltrauben, anregende Pflaumen und Olive des Lebens. Ah ja, okay, die haben wir aber alle schon soweit. Aber ich kann ja auch Sachen verkaufen. Die Knochen zum Beispiel. Haben wir eine Kategorie bezüglich Müll? Haben wir nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber hier zum Beispiel. Bringt bei Verkauf einen mäßigen Preis? Ja, eins. Das sehe ich. Ein Blatt. Okay. Aber bedeutet das, dass wir das überhaupt nicht brauchen, außer zu verkaufen? Weiß ich nicht. Ich werde es erstmal behalten. Also ein Blatt. Ein Blatt kannst du in die Haare schmieren. So, ein Speichern, ein Laden, ein Tageswechsel, ein Aufnahmenwechsel und so weiter. Später habe ich noch ein wenig dran rumgedreht. Ich möchte mich für eventuelles Mikrofonkratzen in den ersten 1, 2, 3 Folgen entschuldigen. Wie das so ist, selbstverständlich, wenn man etwas neu anfängt, haut irgendwas mit der Technik nicht hin. Könnte ja auch mal perfekt klappen, aber nö. So, waren wir jetzt hier oben eigentlich schon oder nicht? Ich meine, hier oben geht's auch. Oben weiter, wir sehen unten irgendwelche... Unten irgendwelche Tische voll mit Krams. Mal schauen. So, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Selbstverständlich. Das heißt, wir werden uns diesen Kampf erstmal so weit komplett angucken. Allzu lang und oder so dürfte es eigentlich nicht gehen. Ich habe die Musik ein wenig leiser gemacht, weil die zwar richtig schön, aber auch stellenweise richtig schön laut ist. Ja? Und auch die Gespräche, beziehungsweise das Gespräche, habe ich ein wenig hochgedreht, sodass sich das ein wenig unterscheidet. Wir haben es, also, ich kann ja mal schon zu den ersten zwei, drei, hoppala, Level Up, Folgen, ein wenig Feedback mir selber und euch in dem Fall geben. Also ja, die Dialoge werden eingeleitet mit einem kurzen Gesprächsfetzen beziehungsweise einem kurzen Sprechfetzen von dem jeweiligen Charakter, werden aber nicht komplett vertont. Das finde ich ganz geil eigentlich. Es ist ein schöner Kompromiss. Man hat Dialoge in RPGs immer über die Jahre hinweg sehr unterschiedlich erlebt. Wir hatten
Gameboy und SNES und sonst was wie Zeiten, belebende Nuss, wo Dialoge, wo man die mitlesen musste, keine Sprachausgabe, gar nichts, ja, bloß ein Düt-Düt am Anfang und so weiter, ja. Dann hatten wir sowas wie Okami oder Animal Crossing, wo die das Ganze zwar nicht vertont, aber in irgendeiner Form mit Soundeffekten untermalt wurde, Buchstaben, Sätze, Gespräche mit blablabla, ja, sodass du zumindest eine grobe Vorstellung von irgendwas hattest, wie eventuell die Tonlage und so weiter sein könnte. Und ja, das Ganze komplett zu vertonen mit Dialogen ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und hier haben wir einen sehr feinen, hier haben wir einen sehr feinen Kompromiss gezogen. Wir haben in den Zwischensequenzen stellenweise komplett vertonte Dialoge, was ich geil finde, was auch traditionell, so das könnte man schon fast sagen, für die letzten 10, 15 Jahre. Der greift mich ein bisschen oft an, der Penner, ne? Das ist neu. Fällt mir gerade so auf. So, jetzt sind wir auch noch vergiftet. Wo sehen wir das denn eigentlich, außer wir sehen oben rechts bei Etherion das vergiftet Symbol. Und das 4 bedeutet wahrscheinlich daran, die 4 Runden sind wir vergiftet. Hatte ich vielleicht eingangs schon erwähnt. Gift, wenn man nicht gerade weiß, dass das Gift nur einmalig auftritt oder sowas oder eventuell stackt, dann sollte man das eigentlich so weit drauf lassen, wenn es natürlich nicht zu stark ist. Deswegen lassen wir das einfach mal so. Wir halten das 81, okay, das ist fett. 81 ist natürlich fett. Das heißt, wir machen mindestens mal unsere Diebesfähigkeit hier. Einmal ein wenig Leben klauen und da ist der Kollege fort. Und nervt uns nicht weiter mehr mit Gift. So, werden wir jetzt nach dem Kampf noch weiterhin unter Gift leiden? Ist jetzt gerade mal die Frage. Ja, nein, Dialoge. Dialoge, bla bla bla, ne? Also das ist ein feiner Kompromiss hier soweit. Wir kriegen mit, wie die Leute reden durch die Zwischensequenzen und letztendlich im Spiel, wenn kleinere Charaktere oder sowas Auftritte sind, zumindest am Anfang ein wenig Dialog start, sodass man sich das vorstellen kann. Wie wir das halt jeweils bei den Wachen und bei den Dieben hatten, ist ein sehr schöner Kompromiss, finde ich gut. Und gibt mir zum Drüberquatschen, zum Vorlesen, ja, Anhaltspunkte, wie ich den Charakter eventuell darstellen sollte. Hä? Ach, das ist ein neuer. Das ist eine neue Sorte Gegner. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum diese Leute Gift machen und so weiter, obwohl die das vorher nicht gemacht haben. Aber wir sehen, die Schwächen sind wieder unaufgedeckt. Das ist ein neuer Gegner. Ich habe jetzt gerade sowohl mit Dolch als auch mit Schwertern keinen Vorteil hier erzielt. Das heißt, der Typ ist wahrscheinlich nur gegen Feuer. Ah ja, okay. Und gegen irgendwas anderes. Allergisch. Wir werden sehen. Wir werden sehen, okay. Da steht halt kein Name dran, standardmäßig. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Sowas wie, weiß ich nicht, Anwesenswächter oder sonst irgendwas. Achso, und die Währung? Die Währung heißt tatsächlich Blatt. Im Englischen dann Leaves. Und ja, ich hab mir 1, 2, 3 kleine Tipps oder sowas zu dem Spiel halt angeguckt. Ja, weil ich halt auch nicht wirklich, weil ich relativ ungern in eine Sackgasse laufen möchte oder sowas. Wir haben hier 4 Sockel. Und auch nur auf einem Sockel ist ein, weiß nicht, ist das ein Opal oder sowas? Ich glaube, Opale sind blau, ne? Drauf. Hier geht's auch erstmal nicht weiter. Wir haben ein Bücherregal relativ versteckt rechts in der Ecke. Was machen wir denn mit dem Pokal? Hatten wir irgendwo Anhaltspunkte oder sowas? Quasi, Zwischensequenz, alles klar. Das ist der berühmte Ravis-Schatz, ich glaube nicht. Mist, das sagt er wirklich. It looks like an ordinary gemstone to me. Can't imagine it's worth all that much. The jewel before you is worth more than your mind could hope to fathom. Wer spricht da? Wenn wir jetzt rausfinden, wo die ganzen Diebe hin verschwunden sind. Your inability to discern as much is disconcerting, to say the least. Okay. Who the hell are you? Beziehungsweise wie die weggekommen sind, dass sie eingebuchtet wurden, wissen wir ja. Not just anyone can sneak up on me like that.
Nein, würde es gerade einen Bosskampf? Okay, ich hätte nochmal speichern sollen, aber egal. Nein, ich stelle hier die Fragen. Aha, okay, die anderen sind schon vorher gescheitert. Alles klar. Hätten wir was gegen Gift mitnehmen sollen? Und übrigens, ich bin auch noch gar nicht auf die Lichteffekte in den Kämpfen eingegangen. Die sehen so krass aus. Allow me to congratulate you on being the first thief to make it here. Ach du Scheiße, okay. Und wer zum Geier bist du? Drei Fragezeichen Seite bist du nämlich nicht. Just so. Genau. Tightened security for that very purpose. Okay. Okay. Er hat sich darauf gefreut, dass hier endlich mal einer bei ihm ankommt. We figured no thief worth his salt would be able to turn down such a challenge. Oh mein Gott, pass auf, das ist eine Prüfung hier. Die wollen einen guten Dieb für irgendwas. Greife ich jetzt irgendwas voraus? Ich weiß es wirklich nicht. Also das wäre jetzt aber so eine Sache hier. Go on. Fahr fort. Ja. To this end, we even ask the barkeep for help. Ach so. Okay, der die Leute anlockt. Aha. His job? Find promising thieves and spin tales about this manor. Ach, riesiger Schatz. In other words, you tricked thieves into trying to rob this place. Okay, ja. Think of it more as appealing to their inner nature. Naja. Aber wozu? Wozu? The great treasure of Ravus Manor, guarded by a veritable army. Mhm. What thief could pass up such glory, such riches? We had such high hopes. But were constantly met with disappointment. Wenn hier kein großer Schatz ist und das irgendwie bloß eine Prüfung für sonst irgendwas ist, um einen guten Dieb zu finden, wer bezahlt dann die Männer draußen? Die Leute, die Soldaten, die Wachen. Ja, ich meine, trotzdem, die müssen ja eigentlich bezahlt werden. Stellen sie ja nicht aus Lust und Laune dahin. But finally, one has proven himself worthy. Ja gut, so ein riesiges Anwesen, da wird schon irgendwo Geld rumlungern. I should have seen this coming. Stimmt doch gar nicht. Eigentlich nicht, ne? Warum soll man sowas kommen sehen? And yet you did not. And I find myself most grateful for your lack of foresight. Ist das eine Beleidigung? So what's your angle? Ja, echt jetzt, wo sind deine Hacken? I need not explain that to you. Why? Er will auf einen netten Kampf hinaus, nehme ich mal an. Allow me to introduce myself. Ja, der wird ja aber auch Zeit, das macht man. My name is Heathcote. Heathcote, das macht man eigentlich am Anfang des Dialogs, aber ist egal. I am a butler in the service of House Ravus. Okay. Wo ist Batman? You expect me to believe an ordinary butler snuck up on me? Also jetzt kommt sowas wie, ich habe nichts von ordinary gesagt. Anyway, who you are won't matter once I'm out of here. Now, if you'll excuse me. Mhm. Naja, klar. I assure you, you won't be going anywhere anytime soon. Hm. What?